Ja, dann wollen wir mal ein bisschen töten. Oder getötet Getötet werden. werden. Das fehlt noch. Phasmo 2, du kannst Geister austreiben. Aber Phasmo 2 ist so angekündigt. Der. Für 2025. Hallo! Oh. Hallo. Ach, da unten, da sind die neuen Audiosensoren. Ja, ich habe mich schon vorhin gewundert, was das ist. Macht ihr mal schon mal, ich bin gleich wieder da. Fängt schon gut an. Oh Mann. Ah, Sanity. Okay, das ist ein bisschen blöd geworden. Ja. Da Gleich, draußen. ja. Zur Info, ich mache gerade ein bisschen Testen, Testen. Mit Studio und so. Cool. Schicke ich dir dann, kannst du angucken, ob was wird oder nicht. Nehmen wir selber auf. Ja, neuen Mikrofon und So. so. Ja, kann ja sein, dass du wieder beides reinpacken willst oder was, oder? Hallo, Willow, Willow. Haben wir schon Strom an? Ah, oh, jetzt ist Nein, ja. ich habe keine Ahnung, wo Strom ist. In Willow gibt's. Warum ist denn das jetzt eine scheiß Holztür? Ja, aber die anderen Türen dafür sorgen, dass du dich dahinter verstecken konntest. Oh, dafür haben sie hier ein Naja. paar Spots gefixt. Ja, der Geist hat die Türen halt nicht als Türen angesehen und dementsprechend ist er dann einfach da durch und fertig. Und die kriegen es nicht anders gefixt, deswegen haben sie es jetzt auf diese Art und Weise gemacht. So, ich mach mal im Keller eben Strom an. Bitte? Alter, jetzt ist im Real Life auch ein Riesengewitter, Mann. Bei mir war auch draußen. Danke für Strom. Du, mich und Vater fahren gleich, fahren morgen früh wieder zusammen, Alter. Alter, es hagelt. Matti. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier ist. Es hagelt. Hört man das über mein Mikro? Weiß jetzt noch nicht, ob das Ingame ist oder Nein, nein, hier nein, oder nein, in Real draußen. Life. In Real Life. Es hagelt in Real Life. Heißt das, das Game mit der besseren Grafik? Ah, wir haben Voodoo-Puppe. Ja, im Keller hat er einen Pinsel runtergeschmissen. Oh, Scheiße. Aber ich sehe kein Orb, also. Heißt ja nix. Ja, erster Raum direkt. Also. Drei Grad. Null Komma neun, ja, hier unten. Wo hast du die Puppe gefunden? Da wo sie immer ist. Achso, okay, dann mache ich da mal eben ein Foto von. Weißt du, da hinten, da in dem Ja, Knochen hast du noch nicht Schränkchen. gesehen. Nein. Und dann taucht er gleich auf. Oh. Spätestens, wenn Muffin reinkommt. Also bei mir glitscht die Puppe wieder rum, ne? Ja, ich heb die Das Puppe dann ist. auf und bringe sie zur Tür. Ja, aber wir haben die ja schon gemacht. Wer weiß, vielleicht hat Muffin ja ein bisschen Lust, Leute zu entdecken. Uff, bin ja direkt bei 70 runter und du bei 60. Ja gut, ich renne dauerhaft im Dunkeln rum, weil ich ja halt mit der Lampe suche. Ist ja normal. So, I So schnell. searching for the bone. Back to the bone. So, es gibt jetzt Movable Objects. Also du kannst jetzt Sachen entfernen, wenn die dir den. Also manche Sachen kannst du entfernen, wenn die dir was blockieren. Wo du dich verstecken kannst. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Okay, das ist also ein neuer Rede mit Heiligenspot. mir. Was habe ich verpasst? Noch nichts. Ich bin tot. Nein. Ich wette, Tut sie wird gar sich gerade nicht. freuen. Hä? Warum sollte ich das tun? Wir suchen Knochen. Weil du sonst auch so fies bist. Dö, Ihr Zicken. war das hier schon immer so leer? Hä?
Seit wann sieht denn die Garage so scheiße aus? Weil die Türen als Safe Spot gelten. Wenn du zwischen den Türen gestanden hast, konnte der Geist dich nicht handeln. Ich weiß. Wo bist du? Genial. Wo bist du? Ja, deswegen haben sie ja, wir haben Box. Box und Dreier Split. Also Box bis jetzt noch, oder? Sonst haben wir noch nichts. Ja, ein Dreier Empf. Weil er da die ganzen Sachen umwirft. Poltergeist, komm, wir fahren. Das sieht scheiße aus. Er sieht echt scheiße aus. Würde ich jetzt nicht mehr einziehen wollen. Alter Falter. Ja, er schmeißt dir gut was rum. Interessant. Mhm. Müssen wir noch Kamera reinpacken? Wir haben noch keine Kamera in dem Raum. Ja. Wo ist denn der Gästeraum? Unten im Keller. Da, wo er immer ist, nicht. Wo man sich am Wurzeln fühlt. Beweise. Wir haben auf jeden Fall Box. Könnte sogar ein Gespenst sein. Verfluchter Gegenstand? Haben wir. Circa. Voodoo-Puppe. Ach ne, stimmt, der lag da oben. Ja. Ja, wir haben Dots. Oder war das meine Taschenlampe? Nein, nein, das waren Safe Dots. Die sind da immer rumgerannt. Also Gespenst kann es tatsächlich immer noch sein. Phantom oder Yokai. Buch ist raus. Gefriertemperatur ist raus. Also nur noch Orb, Finger oder Empf. Alter. Ja, da waren wieder Dots. Ja. Dots, Dots, Dots. Definitiv. Jefferson bei 46%. Ja, ich schluck mal eben was. Ja. Also, und da damit, du Sau. Wenn es ein Gespenst ist, dann müsste es ein Enfer werden. Was ich auch schon fast glaube. Haben wir jetzt den Knochen schon? Ja, habe ich. Ah, okay. Wo war der denn? Oben im Kinderzimmer. Also in dem einen Zimmer. Ah, in dem anderen, okay. Da war ich gar nicht drin. Na, so Dotsi Dots. Ja, ist schon durchs Salz gelaufen, aber ich habe hier keinen Fingerprinter, um zu gucken, ob der Fußstapfen hinterlässt. Scheiße, habe ich vergessen. Was machen wir denn jetzt? Doch, Fußspuren, ohne Ende Fußspuren, alter Falter. Echt, Fußspuren? Aber tausende, Mann. Okay. Dann ist das Gespenst raus, also Empf kann es nicht mal sein, also Finger oder Orb. Habe ich jetzt nicht gesehen. Aber der ist auch wieder durchgelaufen. Das sah ja jetzt geil aus. Also müsste es Finger sein. Muffin bei 60, Jefferson bei 60. Insgesamt 60. 70. Okay, dann nehmen wir. Ne, wir haben gar keine Fingerdinger mehr. Ich habe die Taschenlampe hier, aber er macht wieder okay. Nicht an noch aus. Scheiße. Hab jetzt ein bisschen versucht, ihn zu ärgern, aber. Also muss es ein Yokai? Also. Also hier passiert nichts. Ein Phantom. Also Buch ist weg, sagst du. Box haben wir schon. Kann aus. Wir müssen doch ein Eventmitglied sein, eigentlich. Also was ist jetzt noch möglich, hast du gesagt? Finger? Empf ist weg, sagst du? Das ja, wenn es ein Gespenst ist. Finger, Orb oder Finger? Genau. Fußabdrücke haben wir auf jeden Fall ohne Ende gehabt. Ja. Es sei denn, jetzt geht der Gespenst. Orbs. Kann jetzt, bitte? Ich sehe keine Orbs. Ich auch nicht. Also müssen wir Finger rumgucken. Ich renne ja hier schon mit Fingerlingen rum. Aber das ist so ein No-Fingergeist. Wir können ja gucken, ob wir mit der Puppe ein bisschen getriggert kriegen. Frage ist, ist der überhaupt noch da im Raum? Mal noch Dots, ob die noch da sind. Strom ist aus, kann das? Nein. Hä? Die haben das Licht geändert, die Schweine. Okay.
bist bei 40, könntest du mal eben Pillen nehmen? Ne. Ja, es muss. Wir sind vorne. Wir sind bei 53, das ist kacke. Warte mal, ich glaube, der ist jetzt hier vorne im Flur. Jetzt sind wir bei den 68, er sollte jetzt nicht handeln eigentlich. Was hat der? Der hat oben ins Mikrofon gehaucht, die Sau. In welchem Flur ist er jetzt? Ich glaube hier vorne. Wo bist du? Wie alt bist du? Ja, er ist jetzt hier. Ist immer noch kein Orb, Alter. Mach mal scheiß Türen zu. Kein Orb? Sollen wir mal die Puppe nutzen, ob er vielleicht was anfingert oder so? Basement Hallway ist jetzt gerade richtig Action, wa? 72%. Ja, der war gerade ein bisschen höher, Alter. Der ging ein bisschen in den roten Bereich. Also. Ah, echt? Ja, ja. Hast du die Tür da aufgerissen? Ja. Okay. Sah aus, als ob das irgendwie. Also, Orb würde ich ausschließen, dann würde ich sagen Fingerabdrücke, aber er fingert einfach nicht. Das ist ja strange. Vielleicht fingert er erst nach dem ersten Hand. Ja, kann er sein, ja. Ist durchaus möglich. Ja, dann nehme ich mir gleich die Puppe und dann ist gut, Alter. Vielleicht die Kamera nochmal von der anderen Seite drehen. Aber da ist nichts, ne, sagt er. Da war überhaupt nichts. Das war ja das Krasse. Ach, da ist noch einer. Überlegen, was wir machen. Ja, ich nehme jetzt die Puppe und fertig. Okay. Kruzifix hinschmeißen, alter Puppe, oh. Und fertig. Oh, warte, ich hätte gern Räucherstäbchen. Dann kann ich wenigstens bei dem Handeimer weglaufen. Hand. Kommt da hinten aus dem Keller.
Die reißt jetzt auch nicht die Tür auf. Na, no, die ist jetzt. Ja. Ja, du lebst. Wieder Hand. Vorbei. Tür ist auf. Dann war es ein Event. Lebst du noch? Ja. Fingerabdruck. Yay! Jetzt muss ich nur lebend hier rauskommen. Anton! Hm. Nice. Alter, ich schwitze. Ja, ohne den Weihrauch wäre ich jetzt tot gewesen, Alter. Den hast du ja schon benutzt? Ja, der ist ja zu mir in die Garage gekommen, da habe ich den Weihrauch. Hast du gesehen? Ja, und da bin ich ganz schnell weg, Alter. Schwupp. Ah, okay, cool. Weil du jagst den Geist damit ja einmal weg. Mhm. Also ich habe eingetragen, ihr? Ich auch. Mhm. Ja. Schön.